Also scheußlich. Wir wissen alle, dass wir nach einigen Jahren, in denen wir eigentlich kaum auf die Straße gegangen sind, jetzt sehr viele Anlässe haben zu protestieren, auf die Straße zu gehen, an den Flughafen zu fahren, wenn Abschiebungen anstehen, um die Afghanen zu warnen, um sie zu schützen, um auch gegen diese Abschiebungen zu protestieren. Gestern sind vom Münchner Flughafen am Abend mit dem Abschiebeflieger 14 Afghanen nach Kabul geflogen worden, darunter drei aus Bayern. Ein junger Mann, 23 Jahre, mit einer deutschen Freundin, die völlig fertig ist jetzt, der Familie auch völlig fertig ist, weil der Junge quasi zur Familie gehört hat, der hier bei Burger King Schichtleiter war, gearbeitet hat, von der Arbeit am Freitag verhaftet worden ist, konnte trotz juristischer Interventionen nicht mehr geschützt werden, nicht vom Flieger geholt werden. Ist mit den anderen beiden Afghanen, die aus der Gegend von Berg verhaftet worden sind, abgeschossen worden sind, gemeinsam in Kabul. Der Junge hier aus München ist einigermaßen sicher. Es gibt Leute in Kabul, die sich um ihn kümmern. Einer derer aus Nürnberg ist auch bei dem Amazo-Büro, einem Unterstützungsbüro für Abgeschobene in Kabul, erstmal untergekommen und bekommt dort Unterstützung. Von dem Dritten wissen wir nicht, wo er steckt. Ebenso wenig von den anderen 7 Leuten aus Nordrhein-Westfalen und jeweils ein Flüchtling aus Baden-Württemberg, aus Rheinland-Pfalz, aus Hessen und aus Hamburg. Das bayerische Innenministerium sagt immer, es handelt sich um alleinstehende Männer. Der junge Mann hier mit seiner deutschen Freundin ist alles andere als alleinstehend. Einer der 2 aus Nürnberg ist islamisch verheiratet mit einer Afghanin, die einen deutschen Pass hat. Die standesamtliche Heirat war vorbereitet. Es hat nur noch der afghanische Pass des jungen Mannes gefehlt, um diese Heirat auch vollziehen zu können. Die Ausländerbehörde wusste vom Stand dieser Heiratsvorbereitungen. Man hätte auch sagen können, okay, wir warten ab, bis der afghanische Pass da ist und dann kann er halt verheiratet hier bleiben. Das wurde nicht gewollt, nicht vom Innenministerium, nicht von der Ausländerbehörde. Gerade Bayern schiebt Leute ab, die hier schon lange Jahre sind. Der junge Mann hier aus München ist schon fast 7 Jahre in Deutschland, ist als Jugendlicher hierher gekommen. Und wir sehen darin einen Bruch des Grundrechtes auf Familie, auf körperliche Unversehrtheit und sehen da gerade die CSU, die ja die Familienehre immer so hoch hält, in der Pflicht, dazu ihren eigenen Werten zu stehen, statt Integrationsgesetze zu erlassen, um anderen irgendwelche Werte zwangsweise aufzudrücken, sollte man sich wenigstens an die eigenen Werte halten. Ich bin jetzt nicht hier, um lange zu reden. Wenn jemand etwas sagen möchte, wir haben gesagt von den Veranstaltern, wir machen ein offenes Mikrofon. Die Thematik ist nicht alleine Abschiebung gegen Abschiebung nach Afghanistan oder gegen Abschiebung überhaupt. Die Thematik betrifft und bezieht sich ganz genauso auf die Frage der Arbeitserlaubnisse, der Ausbildungserlaubnisse. In unserem Bündnis sind die Schlauschule und die Initiativgruppe, beide unterrichten junge Flüchtlinge, die damit fit gemacht werden sollen, dass sie eine Ausbildung machen können in Deutschland, dass sie in Deutschland arbeiten können. Diese Arbeit, diese Ausbildung scheitert in vielen Fällen daran, dass sie die nötige Genehmigung durch die Ausländerbehörde nicht erteilt bekommen. Auch das ist ein wesentlicher Kritikpunkt, den wir an dieser gerade bayerischen Politik haben. Andere Bundesländer erteilen eine Ausbildungserlaubnis, wenn es ein junger Flüchtling schafft, einen Ausbildungsplatz zu bekommen.
In Bayern wird immer noch geguckt, kann man diese Ausbildung noch verbieten? Kann man hier den Leuten noch das Leben sauer machen, dass sie vielleicht abhauen von hier? Also, wer zu einem dieser Themen sich berufen fühlt, etwas zu sagen, wer eine persönliche Stellungnahme zu Abschiebungen, zu der Situation von Flüchtlingen in Bayern machen möchte, sei hier herzlich eingeladen.